So, hallo, wir machen weiter. Bei Binding of Isaac, Repentance, letztes Mal haben wir mit dem Painted Isaac Greedier Mode gemacht. Und ich habe gesagt, ich will mit allen Charakteren einmal Greedier Mode durchmachen. Und dann gucken wir halt, mit welchen Charakteren wir uns vorstellen können, auch in die normalen Modi ein bisschen zu spielen, ne? So, denke ich, ist der Ablauf der Dinge. Heute kam Folge 99 raus, wo ich das bisschen zusammengeschnitten habe, was ich da angestellt habe. Das, was ich am ehesten mitgenommen habe, war die Geschichte mit den Büchern. Da waren 4 Bücher und die waren alle hinter so einem Schlüsseldings. Und die Bibel war dabei und ich habe mich für ein anderes Buch entschieden und da hat Jan geschrieben, womit er völlig recht hat, ich hätte ja auch einfach die Bibel nehmen können und alle anderen Bücher flugtechnisch nehmen können. Dann hätte ich auf jeden Fall Bücherwurm bekommen. Ist wurscht. So. Aber habe ich verstanden. Okay, Maggie hat Lethal Hugs, Items Heal More, okay, und das Yamhat scheint auch wieder am Start zu sein. Items heilen mehr, Interessant, wir gucken rein. Auf jeden Fall hat sie eine interessante Frisur, so kein Bock mehr auf Haare teilweise einfach. Okay. Nee, sie hat kein Yamhat. Das Yamhat ist, da unten ist jetzt ein Spacebar. Aber okay, ist das jetzt, ich drück einfach mal Space. Tut nix. Ich drück mal Q. Okay. Okay. Also sie hat jetzt da unten ein Q-Bar-Item. Also ein Q-Item. Ich weiß nicht. Wait, das geht zurück. Die Herzen gehen zurück. Man füllt mehr auf, aber mit der Zeit gehen die automatisch zurück. Aha. Aha. Heißt das, sie kann maximal 2 Herzen haben und alles andere geht mit der Zeit einfach zurück, wenn sie es nicht die ganze Zeit auflädt? Verstehe ich das gerade richtig? Ja, wir werden sehen. Ich habe euch ja auch geschrieben, wenn ich irgendwas zu einem Charakter bis zum Ende der Folge nicht verstanden habe, dürft ihr mir gerne Hinweise auf die korrekte Verwendung des Charakters geben. Wir werden jetzt nicht das Glück haben. Oh nein, das Knochenherz ist gleich wieder weg. Ich bin so doof. Ich hätte das nicht eins. Ah, nein. Ich habe kein. Oh nö. Ja, gut. RIP Knochenherz. Wir haben natürlich jetzt ja auch keine Bombe am Anfang wie bei Isaac, sodass wir also relativ wenig. Wir werden sehr relativ selten es schaffen. Ja, die Herzen verschwinden einfach. Was war das denn? Darf ich die nicht mal einsammeln? Also kann ich die nur temporär einsammeln oder dann sind die gleich wieder weg? Oder wo. Wait, wo kam das überhaupt her? Von ihm, ne? Das kam von so einem Viech. Weil die ja auch droppen können. Herzen. Aber heißt das, Herzen verschwinden gleich wieder? Oh, jetzt habe ich ein Schild. Herzen verschwinden einfach! What the heck? Kaum sind Herzen da, sind sie weg. Maggie, was ist denn mit dir verkehrt? Nee, Curse of the Unknown, mach mal gleich mal weg. Ich will die Herzen sehen. Oha. Okay, Speed up. Oha. Das ist ja creepy. Die Herzen verschwinden einfach gleich. Deshalb würde ich sie gar nicht einsammeln können. Uff. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob dieses halbe Herz jetzt ein normales halbes Herz ist. Oder ob das jetzt sozusagen, weil es zu diesem dritten Container dazugehört, ob das auch schon... Naja, das geht direkt wieder weg. Das ist direkt wieder weg. Da brauche ich gar nicht... Wait, aber wenn es eh weggeht, kann ich es auch hier einsetzen. Ne? Ja, das hat sich ja gelohnt. Okay, wie viel heilt es Yamhat jetzt? Achso. Okay, also 2 Herzen heilt es Yamhat. Also, okay. Bin noch nicht sicher. Das war wieder so schnell weg.
Aber Moment, heißt das, Gegner geben jetzt öfter Herz oder war das wieder so ein Champion-Gegner, der da gerade kaputt gegangen ist? Ich habe da nicht aufgepasst. Guck mal, da ist schon wieder so ein halbes Herz. Okay, nein, normale Gegner geben jetzt auch... Okay, okay. Jetzt ergibt es mehr Sinn. Normale Gegner geben auch halbe Herzen. Aber man muss sich beeilen, sie einzusammeln, weil sie ganz schnell wieder weg sind. Ah ja, und weil die auch wieder weggehen... Okay, okay. Das ist interessant. Das heißt, du bist mit Maggie die ganze Zeit eigentlich am Auffüllen, Auffüllen, Auffüllen wie ein Doofer. Und dann hält es aber auch eine Weile, wenn du nicht getroffen wirst, natürlich. Und ansonsten geht es halt nach einem... Okay, jetzt ist natürlich das Yamaha auch schon wieder aufgeladen, klar. Okay, aber Maggie kann sich also mehr heilen, weil Gegner grundsätzlich Herzen einfach droppen. Dafür bleiben ihre Herzen nicht, ne? Also, wir müssen mal gucken, was mit HP-Ups passiert. Ob die dann... Also, die HP-Ups werden nicht zurückgehen im Sinne von, dass die Container weggehen. Aber vermutlich wirst du maximal 2 Herzen einfach haben können. Und das war's. Und alles andere sind temporäre Herzen, die wieder weggehen. Da wäre dann die Frage, wie es mit blauen Herzen ist. Ob blaue Herzen auch weggehen oder ob die dann einfach sagen, nö, ich bin gekommen, um zu bleiben. Das wäre interessant. Aber dann brauche ich jetzt das Yamaha gar nicht einsetzen, weil vielleicht kriegt von dem Gegner noch ein Herz. Und wenn nicht, kann ich es auch am Schluss noch mal einsetzen. Das ist ja wild. Hier, ne, jetzt habe ich hier ein halbes Herz. Das kann ich jetzt praktisch eigentlich nutzen einfach. Jetzt habe ich ein ganzes Herz, das kann ich auch nutzen, theoretisch. Das kann man halt so voll für Stachelräume nutzen, wenn es eh weg ist nachher. Wenn es danach eh weg ist, kann man das einfach nutzen. Das ist ja super interessant. Was bist du denn? Chub Chub. Ach, du bist das Viech. Ja, meinetwegen. Mach mal dein Ding. Okay, das kaufen wir zum Schluss. Eigentlich will ich es gar nicht kaufen. Eigentlich will ich es gar nicht kaufen, wenn ich ehrlich bin. So, Chub Chub macht ab und zu mal ein bisschen Schaden. Das ist okay. Aber jetzt auch nicht so der Shit. Oh mein Gott. Oh no. Oh, jetzt wird's kritisch. Okay, sehr schön. Aber dann ist wirklich das Yamaha einsetzen ist gar nicht so... Ja, gar nicht so. Weil ja so kleine Gegner auch einfach Herzen geben, die ich zwar einsammeln muss, ich muss halt hinkommen. Aber wenn das alle Einschränkungen sind, ist das an sich okay, weil viele Gegner bedeutet auch viele Herzen. So, ne? Und wir werden hier ja viele Gegner bekommen mit der Zeit. Also das ist an sich in Ordnung. Zwischendurch kann ich halt auffüllen und das sind aber Herzen, die eh weggehen. Das heißt, ich muss mich eigentlich gar nicht ärgern, wenn ich jetzt getroffen werde, weil die Herzen verliere ich so oder so. Ob ich die jetzt mit Zeit verliere, ne, ob ich die jetzt mit Zeit verliere, so wie jetzt ist einfach ein halbes Herz wieder weg, oder ob ich mich treffen lasse, macht ja gar keinen Unterschied. So, ich kann mich jetzt treffen lassen und sagen, ja gut, okay, das Herz wäre eh weggegangen. Das ist eigentlich lustig. So, dann kann ich jetzt auffüllen, aber es nützt mir nichts, das aufzufüllen. Es ist schon interessant. So, gib mir das Tiers ab. Okay. Es ist schon interessant. Ach, ich wollte ja doch eigentlich den blauen... Na, scheiße. Oh no. Aber wie gesagt, spannend wird es dann wirklich mit HP ab. Ob einfach nur die letzten 2 Herzen sich zurück auffüllen und man halt wirklich nur 2 Herzen maximal hat, die man richtig einsetzen kann, die also nicht weggehen. Das ist schon sehr interessant. Ich kann mich nur wiederholen. Sorry. Ah, nö. Komm, drop ein Herz. Schade. Na gut. Ach so, jetzt kann ich... Ja, ich habe kein Geld mehr. Ah, das war dumm. Egal. Weiter im Programm. Ah, ihr könnt nochmal Herzen droppen. Lol.
Hä? Ich wurde getroffen und habe mehr Herzen verloren. Also nicht im Sinne von, ich konnte sie dann einsammeln. Das war ja auch wieder interessant. Okay, Schlüssel, sehr gut. Sehr schön, weil dann haben wir schon mal Schlüssel für die nächsten Itemräume. Okay, jetzt ist da ein schwarzes Herz. Geht das weg? Bitte nicht. Bitte bleib, schwarzes Herz. Okay, das rote geht gleich wieder weg. Das schwarze Herz scheint zu bleiben. Ah, das einzusammeln war dumm, weil das ist gleich wieder weg. Ich muss jetzt schnell handeln. Und die Herzen nutzen, die ich habe. Zum Beispiel, um mich hier treffen zu lassen. Scheiße. Aber mit Glück kommen hier wieder Herzen raus und wir haben dann genug Herzen für... Ah nein, mein schwarzes Herz ist jetzt natürlich auch weg. Ah, das war ja richtig dumm. Ah, das war ja richtig dumm. Nein! Ach so, aber ein halbes Herz... Hat es jetzt... Das hat ein ganzes aufgefüllt, oder? Ah, jetzt habe ich es nicht gesehen. Es hieß ja auch Dings Healmore. Ja, wie auch immer, gib mir Herzen. Weil ich könnte jetzt wieder Yamhad ein. Ja, komm, wir setzen Yamhad ein, weil... Bevor ich meine richtigen Herzen verliere. Oh, nee. Macht einen Abflug. Ach, Mensch. Ja, okay, ich krieg gleich wieder ein Herz. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich getroffen werde, kriege ich auch ein Herz manchmal. Das ist eigentlich voll der Charakter für mich. So, du kannst eigentlich... Du wirst getroffen und kriegst einfach Herzen. So zu direkt zum Wiederauffüllen. Weil der Gegner irgendwie dabei drauf geht oder ich weiß es nicht. Haben wir sowas wie Kontaktschaden oder so ein Zeug? Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Aber jetzt geht's halt zu schnell. Jetzt wird's langsam kritisch. Jetzt haben wir hier zu viel, was rumfliegt. Oh mein Gott. Ich sehe halt Herzen rumliegen, aber ich komme nicht hin. Da liegt wieder eins. Jetzt habe ich es eingesammelt. Da liegt wieder. Ja, jetzt war ich zu langsam. Ach, Yamhad kann ich einsetzen. Ups, habe ich nicht gesehen. Habe ich verpasst. War dumm. So, aber wir haben schon alles durch. Das ist schon alles gewesen. Jetzt müssen wir nur noch die Runde überstehen. Das ist jetzt auch nicht mehr das große Problem. Vor allem, wir kriegen ja einfach Herzen wieder. Ja, manchmal geben die auch mehr. Manchmal geben die auch mehr als Eingang. Als. Ah, verflucht. Ausgerechnet, der hat mich wieder getroffen. Ah ne, der hat jetzt ein halbes... Ach, keine Ahnung. Ist ja auch egal. So, aber das heißt, wir sind aber trotzdem nach fast jedem Kampf sind wir einfach bei... Ja, bei halt fast null. Also fast. Die Bombe hier erscheint mir absolut nicht sinnvoll. Wait, würde die Bombe alle... Nee, wahrscheinlich nicht. Das ist Schwachsinn. Nee, das ist Schwachsinn. Komm, wir gehen gleich weiter. Solange wir das Herz noch... Ja, da ist es schon wieder weg. Ich wollte gerade sagen, solange wir das Herz noch haben... Dann brauche ich das jetzt. Ah ja, ich habe da eine Idee. Nein, ich wollte die Herzen einsammeln. Ich war zu langsam. Da waren so viele Herzen rumgelegen. Ach, ich bin in seinen Creep reingelaufen. Also nicht in Creep, in seinen Müll reingelaufen da. Das war natürlich wieder dumm. Okay. Ja, mach mal den Deal-Kampf. Oh, das wird unangenehm. Alter, das sind drei.
Das sind drei Gegner. Sheesh. Okay. Nicht treffen lassen, weil im Moment sind wir auf der Phase, wo die Herzen sich nicht regenerieren. Also nicht regenerieren, das ist Quatsch, wo die Herzen nicht weggehen würden. Von selbst. Das heißt, da war es wirklich ein Verlust. Nein! Aber trotzdem müssten wir eigentlich alle Herzen. Oh, der droppt schon mal keine Herzen. So, und ihr seid jetzt noch zwei Kollegen. Wollt ihr euch nicht mal einfach einen Abflug machen? Das ist eher so, nö, wir machen keinen Abflug. Danke. Ja, toll. Ja, okay. Da habe ich meine Herzen zurückbekommen. Engelraum ist da. So. Da ist die Entscheidung nicht schwierig. Denn es gibt ein HP. Okay. Das ist jetzt, okay, das war jetzt der Test, wie es mit dem HP ab aussieht. Das sind dann alle drei Herzen. Dann nutze ich jetzt aber natürlich die Herzen, die sowieso weggehen, um hier reinzugehen. Weil, wie gesagt, die verschwinden ja sowieso. Dann kann ich da natürlich auch den Stachelraum mitnehmen dafür. So, dann würde ich jetzt hier nichts weiter mitnehmen und wir warten einfach auf den nächsten Shop. Einen Schlüssel nehmen wir noch mit. Und wir warten einfach auf den nächsten Shop. Also da wird im Prinzip auch so ein bisschen Schnelligkeit belohnt, ne? Je schneller man ist, umso eher kann man die Herzen halt noch nutzen. Stehen bleiben ist dann richtig kacke, weil stehen bleiben bedeutet, Herzen gehen weg. Okay, Bomben. Die ist frech. Winket. Und das, Other Eye. Ja, ist in Ordnung. Herzi. Herzi, sage ich schon. Münzi. Okay, okay, ganz fix hier rein. Sehr nice. Sehr nice, okay. So, und die blauen gehen jetzt nicht weg. Nur die roten gehen weg. Ja, ja, okay, ich verstehe. Dann gehen wir jetzt natürlich nicht hier rein, weil das geht jetzt ja auf die blauen und schwarzen. Da wäre dann nochmal ein Tiers ab. Das würde ich mir gleich kaufen. Gibt auch nochmal zwei blaue Herzen. Und die sind jetzt ja wichtiger. Und da ist das nächste Tiers ab. Das holen wir uns auf jeden Fall auch noch. Das holen wir uns auf jeden Fall auch gleich noch. Okay, sehr schön. Dann können wir jetzt ja erstmal in den Kampf reingehen. Und gucken, was passiert. No! Oh, aber habt ihr es gesehen? War das jetzt Zufall, dass es ein ganzes blaues Herz gestohlen hat? Oder ist sie empfindlicher? Also nicht Zufall, vielleicht war es ein Champion-Gegner, meine ich. Ich habe nicht aufgepasst, dummerweise. Ich wollte es ja am Hut nicht, aber es ist egal, ich kann es eins. Ja, ist es nicht egal, weil es geht einfach weg. Jetzt habe ich Herzen, vor denen blaue Herzen und schwarze Herzen sind, die einfach weggehen. Also das war jetzt dumm, das ja am Hut einzusetzen. Nee, jetzt gehen schon halbe blaue Herzen auch weg. Okay, dann war es wahrscheinlich ein Champion-Gegner. Ist okay, ist okay, ist okay. Habe ich nicht aufgepasst, richtig. Habe ich nicht so richtig aufgepasst. Oh Gott, was war das denn? Hilfe, ich bin da zu nah an irgendwas dran. Aber meine Tiersrate ist ganz gut. Damage ist auch okay. Aua. Ach, jetzt laufe ich wieder in diese Scheiße von dem Typ da rein. So, aber wir sind schon in der Endphase. Es ist alles sozusagen hier. Alle Gegner sind hier. Wir müssen sie nur noch wegwursteln. Ah, zu langsam. Ich wollte es mir holen, ist klar. Aber wie gesagt, zu langsam. Das kann ich mir holen. Okay, schnell das nächste Tiers ab mitnehmen. Und da ist noch ein HP ab. Aber das ist jetzt halt die Frage. Sind HP ups jetzt wirklich so wertvoll? Boah, ist das schwierig. Und jetzt das Yamat einsetzen wäre zu bald. Wir setzen das Yamat erst ein, wenn das schwarze Herz weg ist.
Wait, das geht doch auch von selbst weg. Hä? Die brauchen nur länger, oder wie? Das geht jetzt doch auch weg. Dann brauchen... Nein, scheiße. Oh mein Gott, das war böse kritisch. Oh mein Gott, das war gerade richtig böse kritisch. Sheesh. Okay. So, liegen keine Herzen rum, also kann ich einfach chillig hier reingehen und mir überlegen, was ich tue. Mir erscheint ehrlich gesagt sowas wie HP-Ups jetzt nicht so mega sinnvoll, weil die halt wieder verschwinden. Ich würde mal sagen, wir rerollen den Spaß hier. Gucken, was passiert. So, das klingt doch schon interessanter. Verschwinden Knochenherzen auch, ist jetzt die Frage. Also verschwinden die von selbst oder bleiben die geschützt? Wir werden es erfahren. Jetzt. Ah, wir werden es nicht erfahren, weil es nicht bis dahin reicht. Scheiße. Ja, das bedeutet, Moment, aber das bedeutet, wenn ich es jetzt nicht fülle... Oh nein, ich kann es nicht füllen. Doch, ich kann es füllen, wenn ich schnell genug bin. Bin ich schnell genug? Nein, ich bin nicht schnell genug. Was ist hier drin? Kragalas Companionship. Ah, scheiße. Ja, aber wenn ich jetzt... Nein, dann ist das Knochenherz ja doch kaputt gleich beim ersten Treffer. Das war ja kompletter Schwachsinn, was ich gemacht habe. Ach, verdammt. Ach, verdammt, das war... Ja. Vor allem, ich sehe jetzt nicht, was mein Rotes ist und was deren Rotes ist. Wo darf ich reinlaufen und wo nicht? Hilfe. Okay, der erste hat sich verabschiedet. Der Kreis wird enger. Ich gehe mal außen rum. Da war er jetzt noch nicht. Das heißt, außenrum müsste ich laufen können. Ja, oh mein Gott. Eieiei. Nein, oh. Komplett dämlich. Aber irgendwie Treffer sorgen teilweise auch dafür, dass Herzen kommen. Ich blick das noch nicht so ganz. Will ich jetzt... Mir scheint das alles noch sehr, sehr merkwürdig. Ach komm, wir nehmen mal die Viecher hier mit. Was soll's. Dann können wir jetzt das letzte Herz jetzt auch hier veropfern und gucken, was hier rauskommt. Ja, ist in Ordnung. Ah nein, ich war zu langsam. Jetzt sind alle Herzen schon weg. Jetzt verliere ich ein richtiges Herz. Ja, das war scheiße. Das war scheiße. Aber gut. Aber gut, nächstes Mal wissen wir mehr. Oh, jetzt gibt es erstmal noch Herzen vielleicht. Ja, nice. Dann habe ich zumindest mein eines Herz zurückbekommen. Okay, und die sind gleich wieder verschwunden. Alter, da muss man richtig schnell sein. Kritischer Moment, echt. Ach so, und da unten kann ich jetzt hin und her wechseln zwischen Spacebar und... Okay. Das habe ich noch nicht verstanden, warum das Spacebar-Item jetzt einfach auf Q ist. Das ergibt für mich noch nicht so den Megasinn. Also das hätte jetzt eigentlich auch einfach normal sein können, das Spacebar-Item. Okay, cool. Ist es aber halt leider nicht. So, das ist was ich noch nicht so ganz verstanden habe. Das jetzt einzusammeln war auch dumm. Das müsste ich vor dem Kampf einsammeln. Aber ich kann es auch nicht liegen lassen, weil es verschwindet ja. Oh, nice. Mehr Damage ist mehr Damage. Okay, dieses Herz wird mein, hier Herz, das da Herz sein. Okay, wir sind auf welcher Ebene? Auf Womb. Die Pandoras Box gibt auf Womb. Moment. Pandoras Box gibt auf Womb. Zwei Boss-Items. Sehr nice. Werde ich direkt kaufen. Instant kaufen. Und ab geht die Post.
Weil das kann ich mir auf jeden Fall, das hole ich mir auf jeden Fall, ganz klar. Ach, und das ist jetzt be... Ach so, das Yamhat bleibt für immer. Es gibt ein zusätzliches be... Ah. Das macht die Sache ja noch interessanter. Na, ich kann das jetzt hier einsetzen und ich kriege einfach zwei Boss-Items. Sehr nice, noch ein Damage-Up. Übelst gut. Und jetzt kämpfen wir aber direkt, weil jetzt gerade sind die Herzen da. Jetzt gehe ich dann doch nicht in den Stachelraum, ne? Weil jetzt halt gerade die Herzen von dem Aufladeding da sind. Es wäre dumm, das jetzt zu verschwenden. Weil die verschwinden ja von selbst wieder. Ich wiederhole mich. Ich muss es erstmal selbst begreifen, was hier los ist. Und wenn jetzt zwei Herzen weg sind, dann ist es sinnvoll, das Yamhat einzusetzen. Aber vorher praktisch nicht. Also jetzt. Und ihr seht's, ich werde getroffen und es kommen trotzdem Herzen zurück. Also das ist auch, das ist was, was ich beachten muss einfach. Teilweise werde ich getroffen und die Herzen kommen zurück. Alter, wie schnell ihr seid. Nun, jetzt habe ich mich wieder aufgefüllt. Jetzt habe ich mich wieder aufgefüllt von selbst. Das ist sehr interessant und faszinierend. Und das war kacke. Das war auch kacke. Wollte nicht die ganzen Pillen jetzt schon hier rumliegen lassen. Ich habe Angst vor HP-Downs und so Kram. Ich habe es ganz bewusst noch nicht eingesammelt. So, okay. Jetzt sind eh alle Herzen weg. Jetzt können wir gucken, was passiert. Tier ist ab, ist gut. Ist in Ordnung. Ist auch in Ordnung, muss ich jetzt aber beeilen. Ja, und da ist mein Tier wieder down, okay. Dann schnell kämpfen. Scheiße. Scheiße. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, sie macht selber so einen Angriff, wenn die Viecher mir näher... Ah, mein Gott, das ist der Typ. Wenn die Viecher mir näher kommen, dass die irgendwie so danach schlägt, habe ich so... Es wirkt so, ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde. Okay, die kleinen Fliegen könnten jetzt mir gut helfen. Indem sie halt Dinge tun, wenn er mal sich spawnen würde. Ja, gib mir ein Herz. Schade. Fliegen, Herzen. Yes. Richtig und wichtig. Ja, da komme ich nicht ran an das Herz. Zum Glück hat er einen schönen Speeddown. Das war einen richtig krassen Speeddown hat er bekommen. Oh, shit. Aber seht ihr das? Die schlägt nach den Gegnern. Ich weiß nicht ganz, wie das zusammenhängt, aber sie schlägt nach den Gegnern. So. Puh. Was machen wir? Das Range-Up ist Schwachsinn. Das Range-Up ist Schwachsinn. Das können sie behalten. Ich bombe mal wieder hier eine Runde. Bombe hier mal wieder eine Runde. Herz, 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 Herz! God dang it! Ha, jetzt kann ich nicht mehr bomben, aber hier ist ein HP-Up. Ich würde das HP-Up ehrlich gesagt nehmen. Weil ich kann halt trotzdem dann mehr Herzen auffüllen. Das ist schon wichtig auch, denke ich. Ah, was ich jetzt komplett vergessen habe zu testen, ist, ob die Batterie, wenn ich die eingesammelt hätte, da war die Batterie, scheiße, habe ich nicht gesehen. Jetzt im Nachhinein kommt es mir. Ob die Batterie, wenn ich die einsammle, ob die sich auch auf das Yamhat auswirkt oder nur auf mein Space-Bar-Item. Weiß es nicht so genau. So, jetzt fix, bevor die weg sind. Tour of Hearts. Ja, okay, dann machen wir einmal kurz Chakalas. Gucken, ob was passiert. Cool ist. Nein, okay. Dann jetzt Kampf.
Tour of Hearts wollen wir mal versuchen zu behalten. Sollte passen. Dass die vielleicht für den Schluss dann einsetzen kann oder sowas. Was in der Art, ich weiß es nicht. Weil das Problem ist natürlich, jetzt kommt natürlich ein Satan-Deal, weil ich gerade schon den Satan-Deal gemacht habe. Kommt jetzt wieder einer. Aber vielleicht haben sie ja coole Items für mich. So, tschüss. Das lief doch schon mal ganz gut, herzenstechnisch. Oh, okay, einfach nur zwei. Ach, schon wieder Chakalas, was finde ich mit dem ganzen Müll? Er ist einfach weg! War das jetzt die Black Rune oder wie das Ding heißt? Er ist einfach weg. Ich hab's einfach weggemacht. Ja, super geil, danke für nix. Das war's komplett. Okay, Münze. Oh! Oh, okay, den würde ich fast nehmen. Der macht zwar einen Damage-Down. Wie stark macht er diese? Ich gucke jedes Mal nach. Es tut mir leid, ich muss jedes Mal nachgucken. Ich glaube, der macht so irgendwie 0,9 mal und dann zieht er noch irgendwas ab oder so. Ja, genau. Damage mal 0,9 minus 0,4. Ja, doch, das können wir schon. Das können wir schon mitnehmen. Das können wir schon mitnehmen. Den würde ich mir schon mal gönnen. Bin ich ganz ehrlich. So. Ja, ja, doch, doch, doch. Das ist okay. Okay, hier gibt es nichts weiter zu sehen. Dann Abflug. Das ist okay. Jopp, das ist auch in Ordnung. Weil jetzt haben wir vor allem auch wieder schön hier Dings. Okay, das ist jetzt ein Spacebar-Item. Können wir jetzt Karten generieren. Weil es so viel Spaß macht. High Priestess, okay. Die würde ich jetzt fast am ehesten für den Boss behalten, ne? Mal gucken, wie lange wir sie behalten können. Oh, stimmt, mit ihm jetzt Deals machen ist auch so wieder eine andere Geschichte. Da muss man schnell sein, bevor die andersrum weg sind. Ha. Ha, okay. Hä? Der R-Button kostet einfach 99 Münzen. So viel habe ich nicht. So viel kriege ich auch nicht zusammen. Ja, witzig. Okay, ja, dann nehme ich jetzt dieses halbe Herz hier und gehe damit ganz fix in den Kampf rein. Oder wie sehe ich das? Okay, ich kann ja Yamhat gleich einsetzen. Schnell! Okay, ich brauch's erstmal nicht einsetzen, weil ich von selbst hier wieder Zeug bekommen habe. Das ist, was ich meinte. Die wird teilweise... Okay, die schlägt halt teilweise nach den Gegnern. Okay, wir setzen es mal ein, weil es sich ja eh auflädt. Hanged Man brauche ich nicht. Nice, die ganzen Herzen, die ganzen Herzen! Ah, zu langsam. Aber wir sind schon wieder durch, wir sind schon wieder durch, wir sind schon wieder durch. Das geht richtig, richtig flott hier. Aber guck mal, die schlägt nach den Sachen, das ist irgendwie... Das macht die einfach, so, das kann die einfach. Weil sie cool ist. Ist das mein Creep oder den hier? Keine Ahnung. War wieder wild hier alles. So, Yamhat ist einsatzbereit. Wir müssen direkt weitermachen. Geiste. Habe ich es bekommen? Ja, ich habe es bekommen. Alles gut. Kommt er hier noch dazu? Alles klar. Lass die Kacke. Ah, lass das. Will das nicht. Ah, zu langsam mit einsammeln. Schnell weiter.
Temperance brauchen wir nicht. Nein! Ich muss kurz pausieren, meine Nase juckt. Moment. Okay. Mein Herz. Nice, Arm ist wieder reingelaufen. Ja, ich bekomme immer Zeug und dann verliere ich es gleich wieder. Das ist auch dumm. Aber der andere spawnt zum Glück immer so ein paar Viecher. Was ganz interessant ist. Weil die, genau, Herzen geben. Oh Gott, jetzt macht er seine Stachelscheiße. Da muss ich böse aufpassen, dass ich da nicht reinrenne, weil es besonders weh. Ich muss immer nach halbem Herzen Ausschau halten. Ganz wichtig. Habe ich es bekommen? Da war ich zu langsam. Ah, okay, der Stacheltyp ist schon mal weg. Und er jetzt auch. Sheesh! Eieiei, ey. Okay. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's richtig interessant. Also, folgendes. Wir nehmen natürlich Guppies Collar. Dann nehmen wir die Satanic Bible. Nehme ich die? Ja, ich habe ja eh jetzt... Ach nee, Moment. Hä? Ja, der Nachteil, dass ein Boss-Item dann zu einem Deal wird, ist ja eigentlich irrelevant. Oder ändert das jetzt dann im Shop was? Nee, ne? Im Shop kann das nichts ändern. Also eigentlich ist die Satanic Bible dann besser als der Card Generator, weil ich könnte halt Müllkarten bekommen. Und ich habe eh schon die beste Karte, die ich haben will, und die würde ich auch dann mitnehmen. Ja, dann nehme ich die Satanic Bible mit. Dann setzen wir die auch gleich mal ein. Zack. Und dann machen wir den Rest zu mit Abaddon. Oh, ich dachte, ich bekomme mehr Herzen dadurch. Habe ich irgendwas verwechselt? Habe ich irgendwas verwechselt? Ich dachte, ich bekomme jetzt mehr Herzen durch den Kram, den ich da fabriziere. Dem scheint nicht so gewesen zu sein. Dann schnell weiter. Weil jetzt geht nämlich das Herz weg. Hilfe! Das war nicht die beste Idee, glaube ich. Ich glaube, das war nicht die beste Idee. Ich dachte... Hä? Wieso habe ich jetzt alles verloren? Okay, das war nicht gut. Ups. Das war nicht gut. Ich habe das falsch verstanden, offenbar. Ich habe da was falsch verstanden. Ich kann die Herzen jetzt nicht auffüllen. Ich habe kein... Oh mein Gott. Ich habe nichts mehr, womit ich die Herzen auffüllen kann. Ja, das ist jetzt kacke. Krieg ich ein AP ab? Yes! Gib mir das. Wenigstens ein Herz habe ich wieder. Hä, wo ist jetzt das andere schwarze Herz? Das ist einfach weg. Was ist denn mit euch verkehrt? Ja gut. Ja, schnell kämpfen, würde ich sagen. Hilfe. Aber vor allem die schwarzen Herzen, die gehen jetzt ja einfach so. Oh nein! Ja, das war dumm mit der Satanic Bible. Ich habe das falsch verstanden. Ich dachte, die macht das an. Nicht die Bible war dumm. Das Abaddon war dumm. Ausnahmsweise mal. Ich dachte, es wäre klug, aber war es nicht. Ach, es macht alle... Ja, jetzt habe ich es verstanden. Es macht alle meine roten Herzen und ich hatte nicht mehr viele. Und dann gibt es noch zwei blaue Herzen dazu. Und weil ich nicht mehr viele hatte, gab es nicht mehr viele schwarze Herzen. Ups. Ja, ich habe das völlig falsch verstanden. Ja, scheiße. Dann ist mir mein Yam hat jetzt ja auch nichts, ne? Ja, cool. Ja, that's it, würde ich sagen. Ich meine, ich behalte zwar jetzt natürlich dieses Herz. Ich gehe jetzt nicht mit der Zeit drauf. Aber das Problem ist halt... Ich habe jetzt nur noch maximal ein rotes Herz. Ja, das war nicht ganz, was ich wollte. Das war nicht ganz, was ich wollte. Scheiße. Gib mir Geld.
Ja, das nützt mir nichts. Der nützt mir auch nichts. Wollte Geld haben. Danke für nichts. Ja, was mache ich denn jetzt mit dem Kram? Kann ich mal mehr rerollen? Kann den Pilz kaufen. Cool. Scheiße. Oh, das war komplett dumm. Oh mein Gott, das war komplett dumm. Ich habe das falsch interpretiert. Scheiße. Aber okay, dann war das jetzt halt diese Geschichte. Machen wir nächstes Mal nochmal. Kein Abaddon mehr mit Maggie. Also mit Tainted Maggie. Kein Abaddon mehr mit Tainted Maggie. Aua! Ja, cool, Schlüssel, auf jeden Fall. Scheiße. Ich bin verloren. Ich bin verloren. Kann nichts mehr tun. Kann ja, cool, jetzt gibt's noch ein HP ab hier und ich komme nicht mehr ran. Oh, man. Scheiße. Revive mich, danke. Immerhin etwas. Gib mir Geld. Oh mein Gott, gib mir Geld. Brauch nur noch einmal Geld. Das ist genau eine Münze zu wenig. Wollt ihr mich verarschen? Gib mir Geld. Eine Münze. Komm schon, eine Münze! Eine Münze! Lass euch! Hab ich hier noch was zum... Ich hab hier noch einen Typ. Gib mir Geld! Nein! Ja! Wir kriegen zwei Herzen. Wir kriegen zwei Herzen. Oh Scheiße, ich bin so lost. Ich bin so verloren. Den Deal jetzt spielen ist dumm, ne? Den Deal jetzt spielen ist dumm. Wir spielen den Deal jetzt nicht. Wir gehen jetzt runter und hoffen, dass das gut geht irgendwie. Oh Gott. Oh Gott. Das war die Stimme. Oh, Abaddon war eine scheiß Idee. Und zwar Abaddon immer eine gute Idee, diesmal nicht. Schade. Bitte hittet mich nicht. Das wäre kritisch, weil ich meine Energie noch bräuchte, ne? Freunde, kriegen wir das hin, dass ihr mich nicht hättet? Kriegen wir das hin? Scheiße. Gib mir mein Herz wieder, danke. Also wenn du mir mein Herz direkt wieder gibst und mich hittest, ist das auch in Ordnung. Nein, ich bin dran vorbeigelaufen. Okay, 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 wir haben unser Herz wieder. Alles gut. Alles gut, wir haben unser Herz wieder. Shit, ey. Oh, come on, man. So. Ich dachte, High Priestess ist was anderes. Ich verwechsel alles. Ich dachte, das ist das War of Babylon-Ding. Ich verwechsel alles. Was ist denn falsch mit mir? Könnt ihr bitte Herzen droppen? Danke. Nicht Münzen, Herzen. Ja, das wäre wichtig. Braucht dringend Herzen. Immer wieder. Nein. Doch irgendwo ein kleiner. Ja, aber der droppt keine Herzen. Der hat ein Herz gedroppt. Aber ich wurde direkt wieder getroffen. Scheiße. Droppen die auch Herzen, wenn die explodieren? Nein.
komm nicht an die Herzen ran, die die Viecher droppen. Mann! Das wäre jetzt mal Zeit fürs Yamhart. Ja, dumm, dumm gelaufen, ey. Richtig dumm gelaufen. Scheiße. Ach, Abaddon war... Ach, Mann. Ärgert mich. Immer wenn ich Abaddon nicht genommen habe, war es so, hey, du hättest Abaddon nehmen müssen. Verstehe ich auch, aber diesmal war es echt eine schlechte Idee. Ich hätte auch dran denken können. Ich hätte eigentlich echt dran denken können, dass das so kommt. Ja, scheiße. Okay, das war diese Runde. Diese Runde. Danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal wird's besser. Und tschüss.